Willkommen zu den News der Woche. Die Original-Anime-Serie von PL Works, Erodoko Sekai no Ashida Kara, bekam letztendlich nun auch ein neues Visual. Hingegen wurde auch ein brandneues Promo-Video veröffentlicht, das ich euch in der Videobeschreibung verlinkt habe. Die Anime-Serie feiert ihre Premiere im Oktober 2018. Hierzulande kann man die Serie dann im Simulcast auf Amazon Prime anschauen. Nun wurde es endlich bekannt gegeben. Die Anime-Serie High School Girl und auch Sirius der Jäger starten nun im Dezember 2018 auf Netflix. Dies wurde von beiden offiziellen Seiten auch bestätigt. Die beiden Anime-Serien starteten ihre Premiere im Sommer 2018 in Japan. Beiden ersten Folgen konnte man auch in der diesjährigen Animagic 2018 anschauen. In den vergangenen News gab ich ja bekannt, dass die Manga-Serie Goto Hana Yome nun eine Anime-Adaption bekommen wird. Nach der Bestätigung wurde ebenso auch ein Visual zu der Anime-Serie veröffentlicht und bekannt gegeben, dass der Start im Jahre 2019 sein soll. Weiteres ist zurzeit noch unbekannt. Production IG gab nun bekannt, dass sie nun eine Original-Anime-Serie veröffentlichen werden, die den Namen trägt Kabukicho no Yatsu, der erstmal vorläufig sein soll. Ein Visual wurde zudem auch schon mal veröffentlicht. Weiteres ist zu diesem Anime erstmal nicht bekannt. Ein paar Fans werden sich zudem auch sehr freuen, denn es wurde offiziell bestätigt, dass nun die ersten 17 Dragon Ball Filme nun überarbeitet werden und auf DVD und Blu-ray in Japan veröffentlicht wird. Ob die Remastered Version auch bald bei uns in Deutschland erscheinen soll, ist zu diesem Zeitpunkt sehr unbekannt. Die alten Dragon Ball Filme zeigt aktuell Netflix auch im Stream. Die Remastered Filme sollen sogar noch vor Ende 2018 in Japan erscheinen. Die kommende Anime-Serie Boogie Pop wa Wara Wanai wurde nun leider verschoben. Ursprünglich war der Plan 2018, doch dies wurde ebenso auf dem Januar 2019 verschoben. Gründe ist zudem erstmal nicht bekannt. Die Anime-Serie wird produziert von Studio Madhouse. Die Adaption basiert auf den gleichnamigen Light Novel-Serie. Im Jahre 2000 bekam die Light Novel ebenso eine Adaption mit 12 Folgen, die hierzulande leider noch nicht erschienen ist. Die alten Synchronsprecher werden zu dieser Serie aber nicht mehr dabei sein. Der Anime-Film Mary und die Blume der Hexe startet nun an den 13. und an den 16. September in den ausgewählten Kino Deutschlands. Dies wird natürlich mit der deutschen Fassung und auch mit der Originalfassung mit deutschen Untertiteln gezeigt. Der Publisher Peppermint Anime veröffentlichte vor kurzem auch die Kinolisten Deutschlands, die ich euch natürlich in der Videobeschreibung verlinkt habe. Vor kurzem wurde nun bekannt gegeben, dass es nun vor dem Start zu den Sword Art Online Alicization Anime einen Spezialevent geben wird. Und das in 6 verschiedenen Ländern. Zum einen hätten wir hier Deutschland, Japan, Amerika, Australien, Frankreich und Russland. Die Deutschland-Premiere soll am 15. September 2018 um 13 Uhr in dem Matheser Filmpalast München stattfinden. Zudem wurde ebenso auch bekannt gegeben, dass die erste Folge von Sword Art Online Alicization insgesamt eine Stunde lang gehen soll. Zu der kommenden Anime-Serie Kimetsu no Yaiba wurde auch bekannt gegeben, dass die Anime-Serie nun im April 2019 an den Start gehen soll. Mehr ist zu der Anime-Adaption leider noch unbekannt, aber da halte ich euch immer wieder gerne auf den Laufenden. Nun wurde ein neues Kai-Visual zum kommenden Anime-Serie Tate no Yosha no Nariagari veröffentlicht. Die Produktion der Anime-Serie übernimmt das Studio Kinema Citrus, die auch bekannt für die Anime-Serie Made in Abyss sind. Bestätigt wurde ebenso auch, dass die Anime-Serie im Januar 2019 an den Start gehen soll. Leider gibt es nun schlechte News zum kommenden Verkauf zu der ersten Volume des Dragon Ball Super Animes. Laut der offiziellen Seite von KZ Deutschland wurde nun bestätigt, dass das erste Volume nicht an den 31. August 2018 bei uns im Handel erscheinen wird, sondern eher am 26. September 2018. Ein Grund wurde zudem leider erstmal nicht bekannt gegeben. Das erste Volume beinhaltet die ersten 15 Folgen der Serie. Nun ist es endlich bekannt, die Spin-Off-Serie Danmachi Sword Oratoria erscheint nun am 26. Oktober 2018 auf DVD und Blu-ray. Dies wurde auf der AD Visionen-Seite bestätigt. Zu dem Verkauf sollen auch noch Extras beilegen. Die Anime-Serie folgte im Jahre 2017 in der Spring-Season in den japanischen Fernsehen. Bei uns lief die Anime-Serie bei Anime On Demand im Simulcast. Bekannt gegeben wurde ebenfalls auch die Anime-Serie Hinomaru Sumo. Die Serie feiert nun ihre Premiere am 5. Oktober 2018 in den japanischen Fernsehen. Ob die Serie hierzulande bei uns zu sehen sein wird, ist zu diesem Zeitpunkt leider erstmal noch unbekannt. Zudem wurde auf alle Fälle bekannt gegeben, dass die Anime-Serie die ersten 17 Bände adaptieren wird. In Bedeutung heißt es nun, dass die Serie nicht gerade wirklich wenig Folgen haben wird. Mehr ist zudem erstmal unbekannt.
Zum Verkauf des 21. Volumes des Mangas Vinland Saga wurde dort bekannt gegeben, dass die Anime-Serie, die im März 2018 schon bekannt gegeben worden ist, im Jahre 2019 nun seine Premiere feiern soll. Bekannt ist leider erstmal nur noch, dass die Anime-Serie von Viz Studio produziert wird. Die Mitarbeiter wurden ebenfalls vorgestellt, das ich euch in der Videobeschreibung verlinkt habe. Zudem soll auch schon seit längerem bekannt gegeben sein, dass die Anime-Serie auch im Simulcast auf Amazon gezeigt werden soll. Somit kommen wir nun zu den Highlights der News. Denn auf einem Event in Japan wurde nun bekannt gegeben, dass die zweite Staffel der One Punch Man Serie nun im April 2019 an den Start gehen soll. Dies wurde ebenfalls mit einem Ankündigungstrailer bekannt gegeben. Hinzu wurde auch ein neues Visual veröffentlicht, das ich euch natürlich hier nicht vorenthalten werde. Produziert wird die zweite Staffel von JC Staff. Weiteres ist erstmal nicht bekannt. Endlich gab es mal wieder News zu One Punch Man. Gott, das war echt schlimm, ey. So lange gab es nichts Neues. Das Einzige war natürlich eine schlechte Nachricht, dass Madhouse die Anime-Serie nicht mehr produziert. Und das ist jetzt, glaube ich, schon ein Jahr her, weiß nicht. Bin mir da nicht mehr sicher. Halbwegs ein Jahr, knapp. Jedenfalls, der Start ist auf alle Fälle im April 2019. Und das wird echt der Hammer, denn der April wird echt wirklich wieder genial. Muss man leider wieder sagen. Ich meine, One Punch Man Season 2, vor allem kommen da echt kranke Sachen vor, glaubt mir. Daraufhin werden wir Kimetsu no Jaiba bekommen und, ja, quasi noch ein paar andere Serien. Habe ich jetzt leider nicht im Kopf, aber man muss sagen, ohne Scheiß, wenn, sagen wir jetzt noch, Boku no Hero Academia noch eine Staffel 4 bekommt und das wieder natürlich in der Spring Season kommen wird, Leute, dann ist mit Abstand dreimal im Jahre die Spring Season, ohne Scheiß, ziemlich stark. Wer weiß, kann gut möglich sein, alles mögliche. Also, freut euch auf die zweite Staffel, das wird richtig, richtig, richtig geil. Je nachdem gibt es auch noch News zu Sword Art Online und da gibt es jetzt ein Event in Deutschland und natürlich leider in München. Ist mir leider viel zu weit weg, wo ich leider nicht hingehen kann, aber für die, die das ansehen können, wünsche ich natürlich viel Spaß und spoilert bloß die anderen nicht. Und auf alle Fälle soll auch bestätigt sein, dass die erste Folge eine Stunde lang gehen wird. Also das kann schon Spaß werden. Und ich kann euch sagen, Accusation Arc, der wird bombastisch. Also kann ich nur sagen, ich hoffe, euch hat doch diese News gefallen und es würde mich sehr freuen, wenn du dies mit einem Daumen nach oben bewerten würdest. Und wenn du neu auf diesem Kanal bist, dann lass doch gerne ein Abo da, damit du auch keine News mehr über Anime und Manga verpassen kannst. Ich zum Teil sage auf alle Fälle, habt einen schönen Tag, mach's gut, bis bald und ciao.